So, mal gucken, was drin ist. What the fuck? Hallo YouTube, wir packen amerikanische und aus aller möglichen Welt mäßige Süßigkeiten aus. Und das Ganze gibt's auch bei mir, bei King Cans auf der Website. Guckt oben der erste Link, King Cans, ihr wisst Bescheid, ihr könnt euch jederzeit was holen. Und mit dem Code ROHA10 spart ihr auch was. Mhm. Hä? Was ist denn das? Warum schickt mir King Cans einen Bon zu? Ich glaub das jetzt nicht. Ey, yo! Das ist Schokolade, nicht falsch verstehen. Aber das ist ja geisteskrank. Ich muss dran ziehen, damit das rauskommt. Ah. Digga, ich kann das nicht. Boah. Boah, Alter. Ich sag euch ganz ehrlich, die Schokolade ist so dope. Kennt ihr Kaktus-Eis-Chat? Oben diese Spitze, wenn ihr lutscht, da ist doch immer so ein Kribbeln, was man im Mund hat. Und das hat man bei dieser Schokolade auch. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn mein Dad hier reinkommt. Oh, warte mal, was ist denn bitte? Yo! So ein Ding, womit ich Basketballkörbe mache. Kaputt? Nee. Falls ihr auch diese Schokolade probieren wollt oder generell mal ein paar Sachen probieren wollt, diesen Samstag sind wir in Regensburg, meine lieben Freunde. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Diesen Samstag. Und es gibt eine Special-Sache. Hört mir zu, ganz wichtig. Einer von euch, der da ist, darf mit einem Einkaufswagen durch Edeka rennen und darf einfach alles, was er sieht, in einen Einkaufswagen reinkloppen. Und am Ende kriegt er alles gratis, was in diesem Einkaufswagen drin war. Also es ist ein Traum von uns allen als Kinder gewesen. Also free loot. Coconut water. Aha! Guck mal, was ich hier für ein Feuerzeug hab. Yes! Scheiße. Wir haben hier eine Banane. Schmeckt das auch nach Banane? Mh, das ist geil. Oh! Oh, ich hör mich den ganzen Tag... Dings. Was haben wir hier noch drin? Oha! Fluffy Stuff! Bin ich mal gespannt. Es kommt auf jeden Fall aus Amerika, das erkenne ich an der Anzeige hinten. So sieht das aus. Fluffy Stuff. Ist Cotton nicht Kondom? The man them too inconsiderate, 5-star hotel smoke. Das ist einfach, riesige Zuckerwatte. Mh, ja. Boah. Boah. Okay, ich darf nicht so viel davon essen. Zuckerwatte ist auch so ein Ding, danach klebt überall alles. Und man wird so süchtig danach, dass man alles aufessen will. Was haben wir hier? Oh, no way! Chat, kennt ihr diese Dinger aus dem türkischen Markt, wo oben diese Streusel drauf sind? Oh, bitte Kokosgeschmack. Kokosgeschmack wäre so geil. Oh, sogar halal. Ah, Niederlande. Amsterdam bin ich ein Freund von. Oh, das sind so kleine Dinger. Oh, die sind richtig verfettet. Das ist so ein richtiger Must-Snack. Seht ihr das? Boah. Alter. Das ist aber auch eine richtige Zuckerbombe. Das ist eine richtige Zuckerbombe. Ich sag euch, ey, sind brutal. Nein! KitKat Banana Karamellgeschmack. Lol. Das kommt aus China, glaube ich. Schmeckt nach Banane mit Karamell. Banane mit Karamell. Ich mag Banane und Karamell, aber nicht Banane Karamell. Oh, nee. Oh, nee. Ich habe keinen Bock auf scharf. Flaming Hot. Extra Flaming Hot. Ich kann kein Schaf ab, Mann. Ich hab nicht mal die Dose aufbekommen. Ich raste aus. Also ich mag Schaf bei Essen schon nicht so. Also ich mag Schaf gar nicht, besser gesagt. Es geht voll.
Alter, ist das scharf. Also an alle, die auf scharf stehen, für euch ist es wahrscheinlich übertrieben geil. Der erste Geschmack war auch übertrieben geil, bis dieses Scharfgeschmack kam. Das sieht geil aus. Dann haben wir so eine Erdbeere, glaube ich. Warhead. Hä? Ach so. Mmh. Ah, da ist so ein Erdbeergelee drinne. Mmh. Das ist wieder meins. Das lege ich mir beiseite, das brauche ich. Nochmal so Spray-Dinger. Boah, kann man alle drei auf einmal sprayen in sein Gesicht? Du kannst dir deinen Geschmack auswählen. Kirsche, Himbeere oder Apfel. Aber auch aufgepasst, die sind schlimmer als Heroin, die machen sehr, sehr schnell süchtig. So, dann haben wir noch ein Getränk aus Amerika, was man eigentlich auch kennt, das heißt Gatorade. Ich finde das schon besser als Prime. Ich finde das besser als Prime. Diese Dinger sind absolut OP. Es sind so kleine Dinger, so wie Tic-Tac-mäßig in größer. Also geil. Wir haben hier Sour Patch Grape Geschmack. Ich muss vorab sagen, ich bin kein Riesenfan von Grape Geschmack. Also die Dinger in Strawberry, die fetze ich die eine Packung direkt weg, aber ich bin kein Grape-Freund. Das sieht doch aus wie der Tod. Was ist denn das? Wollen die mich verarschen? Black Hole Galactic Mix. Schaut euch das mal an. Boah, Alter, wie das riecht so intensiv. Ja. Also der Geschmack ist krass. Oh, Swedish Fish. Klingt ein bisschen wie eine Slot. Mal gucken. Das sind einfach nur solche Fische. Als Fruchtgummi. Boah, die schmecken nach Zitrone. Die schmecken nach Limonade. Ja, geil. Kriegen eine 8 von mir. LOL! Fanta Banana. Was denn das? Da bin ich gespannt. Könnte krass sein, könnte auch bodenlos sein. Ich glaube, eins von den beiden ist es. Bruder, das ist eine reine Respektlosigkeit. Das sieht geil aus. Mike Ike Megamix. Aus Amerika. Welche Seite nimmst du, Chat? Es ist die Matrix. Rechts oder links? Blau oder rot? Blau oder rot? Schmeckt nach Blueberry. Oder schmeckt nach Strawberry Banana? Die Geschmäcker sind Grape, Soda, Strawberry Banana, Paradise Punch, Kiwi Banana, Mango Delete, Pineapple Banana, Watermelon, Peach Berry und Blueberry. Ich habe hier gerade Sorten von Elfbar vorgelesen, ne? Das war's auch. Okay! Das war's mit dem Video. Lasst ein Like da, falls euch das gefällt, so Sachen auszupacken. Schreibt's in die Kommentare und lasst ein Like da. Schreibt in die Kommentare, welche Süßigkeit ihr unbedingt gerne mal vielleicht bei Kinkens haben wollt, damit ich die Kommentare durchgehen kann und dann vielleicht mir was raussuche und das kommt dann bei Kinkens, wenn die Nachfrage hoch ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel oft dieses eine Produkt lese, dann wird das auch wahrscheinlich kommen. Schaut vorbei, wir sind in Regensburg. Hier wird's nochmal eingeblendet, wo es ist. Diesen Samstag, Mann!